Okay, was machen wir denn mal? 5 Punkte auf jede Fertigkeit, die erworben wird. Okay, das ist gutmütig. Nö, Hamsterer. Heißblütig. Kaminkatze. Was ist das? Ewig jung und Stufe 30. Das ist doof. Nee, das lassen wir weg. Nichts ist für die Ewigkeit. Ruhiger Finger. Schnellschuss. Ich würde sagen, ruhiger Finger ist schon mal eine gute Sache. Wildes Ödland, den möchte ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Da kommen nämlich die dollsten Sachen bei raus. Zum Beispiel das Ding, was da oben links ist, das ist Indiana Jones, auf den wir vielleicht auch noch treffen werden. Warum das in der Schädel ist, das werden wir dann sehen. Den Hund weiß ich nicht, das Alien weiß ich auch, da möchte ich jetzt aber noch nichts zu sagen. Den werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und was nehmen wir dann noch? 6 Uhr morgens, okay, gutmütig, ne, Hamsterer, begabt. Ich würde sagen, okay, 15% mehr Schaden, Klaustrophobie. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nichts ist für die Ewigkeit. Schnellschuss. Schleuderer. Ich würde sagen, wir nehmen begabt. Oder was nehmen wir noch? Wahrnehmung plus 1, Wahrnehmung minus 2. Da wir später sowieso eine Brille aufhaben wollen, würde ich sagen, wir nehmen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ach, wir haben keine Eigenschaften mehr über. Okay, nee, dann sind wir ja fertig. In Ordnung, das sollte reichen. Sehr schön. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Warte, jetzt schon? Soll ich gehen? Darf ich dir nicht noch irgendwas erzählen oder so? Wieso habe ich eigentlich nichts an? Wo sind meine Klamotten? Wo muss ich jetzt hier hin? Hallo? Doc, wo bist du? Da ist Doc. Naja, dann mach doch mal die Tür auf. Ich kann das nicht. Türen öffnen habe ich keinen Skill für. Hier, das gehört Ihnen. Ah. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Yep. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ja, ich denke Ich schon. kenne das Gefühl von Verlusten. Ja, zum Beispiel bei Und deinen ziehen Haaren, Sie ne? Das das ist hier mir auch an, nicht damit die Leute Sie unbekannt. nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Okay. Danke, dass Sie mich zusammengepflegt haben. Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Okay. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Vielen Dank. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Ne, das ist ein Hobby von mir. So, wir werden den Hardcore-Modus einschalten. Das heißt, ja, dass eben genau das, was hier oben steht. Munition wird was kosten, also an Gewicht, hat Gewicht. Wirkung von Stimpaks wird erst nach und nach einsetzen. Man kann damit keine verkrüppelten Körperteile mehr heilen. Bla bla bla. Rat Away entfernt Rats auch erst nach und nach. Ja, Dehydration muss ich aufpassen. Das heißt, ich muss ständig was trinken. Ich muss immer was essen zwischendurch. Und deswegen werden wir das machen. So, sehr schön. Da sind sie lang. Das ist unsere, ja, das ist unser Pip-Boy. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Daten, Weltkarte, sonstiges, bla bla bla. Die Stats, Fertigkeiten und
Extras wird nachher interessant werden. Hier werden einige Sachen da mit dazukommen nach und nach, je nachdem, wie wir uns verhalten und welche Sachen wir jetzt eben mit machen und was wir gerade abknallen und so. Es gibt, wenn man viele Insekten abschießt, dann an einer bestimmten Anzahl bekommt man einen Schadensbonus gegen Insekten und. So, hier unten haben wir Hunger, hier haben wir Müdigkeit. Müdigkeit gibt es auch übrigens. Zumindest im Hardcore-Modus. Normalerweise gibt es nur das hier, dieses und das. Und jetzt ist eben noch dazu gekommen der Durst, Hunger und Müdigkeit. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht so hoch wird. Gegenstände, okay, das haben wir schon, das kennen wir ja alle schon hier. Das ist alles unwichtig. So, wir rüsten uns erstmal mit der 9mm Pistole aus. Das ist nochmal dasselbe für die Klamotten, da haben wir jetzt was an. Hilfsmittel sind die Stimpacks jetzt zum Beispiel drin. Sonstige sind Haarklammern, die werden wir brauchen zum Öffnen von Schlössern. Munition, da gibt es auch viele verschiedene Munitionen. Es gibt panzerbrechende Munition, Schrapnellmunition, die normale und dann noch ein paar andere Sachen, wo mir jetzt gerade die Sachen nicht einfallen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal raus. Wear your badge, it could save your life. Warum sieht der Typ eigentlich aus wie Lucky Luke oder der Marlboro Man? Oder so eine Mischung da draus. Sheriff in town. Gas next exit. Poseidon Energy. Ich glaube, da werden wir auch noch hinkommen. Ja, das gibt so viele schicke Sachen. Was haben wir da jetzt? Das Ultralux. Das ist auch ein schickes Casino. Da werden wir auch noch rein. Insektenforscher. Das ist eins der Boni. Oh, ist das hell. So, Old World Blues. Wir haben ein fragmentiertes Signal auf unserem Pip-Boy. Old World Blues geladen. Die Wiedervereinigung. Koordinaten Canyon Crack, bla bla bla. Kurier 6 und die Unterschrift Ulysses. Das ist auch noch eins der Erweiterungen. Das ist Lonesome Road. Happy Trails Expedition. Das ist auch eine Erweiterung. Das ist Honest Hearts. So. Und jetzt können wir hier zum Beispiel mal auf die Karte gucken. Daten. Weltkarte. Und wenn man hier sieht, sieht man nicht viel. Hier sind so ein paar andere Sachen. Das ist Canyon Wreck, Mojave Drive-In. Das sind so ein paar Sachen, die wir da haben. Das ist unser Underground Hideout, unsere Rückzugsmöglichkeit, unser kleines Häuschen. Da werden wir mal gucken, dass wir da jetzt demnächst irgendwann gut hinkommen. Das Problem ist nur, der ist ziemlich bewacht von irgendwelchen Mistviechern. Und das hier unten, das ist übrigens der Metallbursche, der uns aus dem Loch gezogen hat. Bei dem werden wir uns jetzt erstmal bedanken. Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, das darfst du gerne sagen. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Das ist nett von dir. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Aha, weißt du, wer die Männer waren, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Okay. Was hat dich denn nach Good Springs verschlagen? Ich bin vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Davor kann mich irgendwie nicht erinnern. Seltsam. Naja, ist eine friedliche Stadt und wohl auch ein guter Ort, um sich niederzulassen. Du musst es wissen. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron. Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Okay. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Ja. Arsenal der Waffenschieber, das ist auch eine der regulären Erweiterungen. Da gibt es etliche Waffen, die dazukommen. Die haben jetzt auch einen kleinen Shop aufgemacht in der Nähe von New Vegas. Also da gibt es schon einige Sachen, da kommen auch viele der neuen Munitionsarten her und man kann Waffen modifizieren damit, also die Erweiterung lohnt sich echt.
So, jetzt haben wir das Arsenal der Waffenschieber. Wir sollen Richtung der guten Leute von Good Springs gehen. Noch eine Radioübertragung. Da am Anfang häuft sich das immer ziemlich viel. Das ist auch eine der Erweiterungen. Das ist das Sierra Madre. Das ist die Dead Money Erweiterung. Da werden wir aber dann später hinzukommen. Mit den Erweiterungen werden wir wahrscheinlich erst anfangen, wenn ich so Levels 25 bis 30 bin. Vorher möchte ich hier großartig die Welt erkunden, weil es gibt bei Fallout wirklich massenweise zu sehen. Es gibt wirklich Plätze, Begegnungen, es gibt irgendwelche wilden Typen, die man hier bequesten kann. Und also das ist echt nicht schlecht gemacht. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Weiß ich nicht. Wissen Sie was über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Okay. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Ich werde ihn treffen. Dem direkt ist zwischen nicht die Augen, sage ich. Okay. Warum nennt man Sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Okay. Sie waren ein Prospektor? Haben Sie noch Gold und Silber gegraben? Na. Man stöbert den alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Okay. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Ja, das ist nett. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Ah. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der RNK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß die Vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Okay. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lang unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion. Klingt nach typischen Amerikanern. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Okay. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Na, eher nicht. Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Gut zu wissen. Warum ist der Hoover-Staudamm denn so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Aha. Und wissen Sie was über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Okay. Auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Ah, gut zu wissen. So, dann wollen wir mal... Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir müssen hier rein, wie es scheint. Im Hintergrund quietscht meine Katze gerade vor Platz, sich hin. Cheyenne. Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Oder Hunger hat. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob sie nach dem, was man ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Das Treffen ist schön. Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Okay. Ja, ich würde sagen, wir erkunden hier so ein bisschen was. Man kann übrigens auch... ein bisschen Billard spielen hier nebenbei, wenn man das jetzt gerade hinbekommt. Ich muss hier, das ist, eigentlich kann man es nicht, aber man kann es immer mal gerne versuchen.